Ja, ich freue mich sehr, Sie auch heute hier im Namen von HTC begrüßen zu dürfen. Das ist ein ganz besonderer Tag für uns heute hier aus vielerlei Gründen. Zum einen, HTC steht für Innovation schon über Jahre. Wir haben als erstes Unternehmen ein Windows 3G-Smartphone 2005 auf den Markt gebracht. Wir haben als erstes Unternehmen gemeinsam mit der Firma Google 2008 das erste Smartphone mit Android-Betriebssystem auf den Markt gebracht. Und auch zum Thema 4G ist HTC ganz vorne mit dabei. Wir präsentieren heute hier das erste Smartphone für den deutschen und europäischen Markt. Aber wir haben auch schon in diesem doch sehr jungen Markt eine Historie. Wir waren die ersten weltweit, die 4G-Smartphones in den USA gelauncht haben. Wir haben also schon einiges an Erfahrung mit Verizon in den USA. Haben wir HTC Thunderbolt gelauncht, ziemlich genau vor einem Jahr. Und auch Evo 4G, erfolgreiches Gerät in den USA, sodass wir hier auf eine Erfahrung zurückgreifen, die wir gemeinsam mit den Partnern Vodafone und Qualcomm genutzt haben, um hier auch wirklich diese Technologie nach Deutschland, nach Europa zu bringen. Heute stellen wir vor das HTC Velocity 4G. Sie haben sicherlich schon gesehen, ein State of the Art, super Smartphone, 4,5 Zoll Bildschirm, Dual-Core Snapdragon Prozessor, HTC Sense 3.5 und ich könnte die Liste jetzt weiterführen. Alles, was ein HTC State-of-the-Art Superphone heute hat, angereichert mit der Geschwindigkeit von LTE. Sie sehen auch der Formfaktor, es kam in dem Film gerade sehr gut rüber, also danke Soltan, dass du das HTC XL gewählt hast, weil man kann sehr, sehr gut sehen, wenn ich sage State-of-the-Art Superphone, dann sieht man, es fängt beim Formfaktor an. Es ist absolut vergleichbar mit den Formfaktoren von heutigen High-End-Smartphones im 3G-Bereich und auch von den technischen Spezifikationen und auch von der Usability. Der Consumer findet hier die gesamte Usability, die er von HTC Sense 3.5 mit den aktuellen Geräten von HTC gewohnt ist. Zum Beispiel nehme ich den Lockscreen, mit dem ich sofort in die Kamera komme. Und wenn ich jetzt hier von uns gemeinsam ein Bild mache, dann macht es richtig Spaß, dieses Bild in meiner Cloud zu speichern. Das tue ich gerade aktuell. Ich habe gerade festgestellt, ich bin, glaube ich, mit 15 Megabit unterwegs, weil sehr, sehr viele Geräte hier gerade sind. Während ich das gemacht habe, ist das Gerät, das Bild in der Cloud. Ich gehe dann in mein Bilderalbum. Zwischendurch kann ich natürlich, wie man das Wetter auch noch anschauen, auch hier geht es rasend schnell mit LTE. Das Wetter anzuschauen ist immer noch ein bisschen bewölkt hier in Düsseldorf. Aber Sie sehen, wenn ich in die Bildergalerie gehe, dann habe ich hier schon einige Bilder, die ich gespeichert habe. Das ist jetzt aus der Cloud, ganz konkret. Und eigentlich sollte das Bild, was ich gemacht habe, hier oben rechts, sich jetzt automatisch in die Bildergalerie hochgeladen haben. Das heißt, das Bild, was ich gerade von uns gemeinsam gemacht habe, während ich das Foto gemacht habe, gespeichert habe, in die Bildergalerie reingegangen bin, hat es sich hier rasend schnell gemacht. Und wenn ich, selbst wenn ich zoome, ist die Experience genauso schnell, als wenn ich das auf dem Gerät habe. Und das begeistert uns bei HTC, weil User Experience ist für uns ein Keypunkt und wir haben Jahre darauf verwandt, die User Experience zu optimieren und auch zu optimieren in dem Zusammenspiel von Funktionen, die auf dem Gerät laufen und Funktionen, die im Netz laufen. Sie haben gesehen, ich habe im Menüpunkt nur gewählt meinen Cloud-Speicher anstatt den lokalen Speicher. Ich gehe in meine Bildergalerie, drücke auf das Bild, nehme gar nicht wahr, ob es in der Cloud gespeichert ist oder lokal.
Das ist die User Experience, die wir uns wünschen für unsere Konsumenten und mit dem schnellen 4G-Netz von Vodafone in Kombination mit dem HTC Velocity 4G ist es heute hier schon möglich. Das ist nur ein kleines Beispiel für, wie wir es nennen, das Enrichment der User Experience. Ein weiteres Beispiel ist dieses, der HTC Watch-Dienst. Wir haben HTC Mitte letzten Jahres mit dem HTC Flyer gelauncht, mittlerweile auf allen Geräten Standardteil der User Experience. Ich gehe hier auch online in den Film rein, schaue hier auf den Trailer. Das passiert alles gerade online und Sie sehen, wie schnell ich hier einen Film in HD-Qualität auf mein Gerät bekomme. Wenn ich den jetzt kaufen oder ausleihen möchte, während ich ihn anschaue, wird er mit Progressive Download runtergeladen, habe ihn auf mein Gerät, kann aber auch über den HTC Watch-Dienst bis zu 5 Geräte hier gleichzeitig darauf zugreifen. Und Herr Gremling, ein begeisterter Nutzer. Sorry für die Störung. Ich hatte vorhin gerade mit den Journalistenkollegen ein bisschen gechattet. Also es ist wirklich, wir haben es gerade aufgezeichnet, 57 Megabit pro Sekunde. Ja. Ich habe noch nie so ein schnelles Spielzeug dran gehabt. Sorry für die Unterbrechung. Ja, und Sie sehen das Ergebnis eben hier, eine sehr flüssige User Experience, unabhängig davon, ob die Applikation, ob der Dienst, den Sie nutzen, lokal auf dem Gerät läuft oder in der Cloud. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen alle Fragen, die Sie um das Gerät haben, später zu beantworten, gemeinsam mit Ihnen verschiedene Dinge auszuprobieren. Warum kommt es noch mit Android 237 laut der Mappe und nicht direkt mit Icebreaker Sandwich? Glaube ich, eine schöne Frage an den anderen. Ja. André, kannst du das beantworten? Vielleicht nimmst du das mit. Ja, kann ich gerne beantworten. Sie haben gesehen, dass die Plattform, die aktuelle Plattform ist, die wir auch in den Geräten, die wir kopiert gelauncht haben, verwendet haben. Dementsprechend wird auch für dieses Gerät die Updates, die wir auch angekündigt haben, dann auf Ice Cream Sandwich in dem Rollout-Zyklus passieren. Also relativ zeitnah. Also es ist ja für Ende März schon für die anderen teilweise angekündigt. Genau, und Sie können davon ausgehen, dass das Gerät in dieser Upgrade-Welle mit dabei ist. Ich habe noch nie so ein schnelles Spielzeug in der Hand gehabt. Sorry für die.